Tauche ein in eine Welt der Geschichten, voller Hörbücher, von Romanzen und Krimis bis hin zu Ratgebern und Sachliteratur. Mit BookBeat bekommst du Zugang zu tausenden Hörbüchern auf deinem Smartphone für einen monatlichen Festpreis. In diesem Video zeige ich dir, wie du BookBeats nutzt, was alles möglich ist und ob es sich lohnt für dich. Worauf wartest du noch? Erstelle ein Konto und lade die vielleicht einfachste Hörbuch-App der Welt herunter. Starte jetzt dein kostenloses Probeabo auf bookbeat.de. Als erstes schauen wir uns an, was du alles mit BookBeats machen kannst und wie viel dies kostet. Anschließend richten wir einen Account bei BookBeats ein und schauen uns die Oberfläche und alle Funktionen in der App detailliert an. Abschließend werfen wir noch einen Blick in die Einstellung und ziehen ein Fazit. Du kannst in der Videobeschreibung zu den einzelnen Punkten springen oder das Video einfach durchlaufen lassen, um nichts zu verpassen. Außerdem kannst du dieses Video auch online als Artikel ebenfalls über einen Link in der Videobeschreibung durchlesen und mit anderen Anbietern vergleichen. Für mehr Tutorials kannst du den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Mit BookBeats hast du die Möglichkeit, tausende Hörbücher für einen monatlichen Festpreis zu hören. Hier hast du zwei verschiedene Abo-Optionen. Bei jedem Abo hast du Zugriff auf alle Hörbücher, welche du auf BookBeats findest und kannst diese mit deinem Abo für den monatlichen Preis in der App anhören. Du hast auch die Möglichkeit, diese offline zu hören und damit wann und wo du willst. Das Abo ist jederzeit kündbar. Doch wie unterscheiden sich beide Abo-Varianten? Das Standard-Abo für 14,90 € im Monat hat ein Hörlimit pro Monat von 30 Stunden. Ein durchschnittlicher Roman hat meistens eine Länge zwischen 10 und 18 Stunden. Wer mehr im Monat hören will, sollte auf das Premium-Abo zurückgreifen für 19,90 € im Monat, wo du unbegrenzt viel hören kannst. Als Premium-Mitglied hast du auch die Möglichkeit, dein BookBeat mit deiner Familie zu teilen. Hier kannst du bis zu 5 Profile mit einem BookBeat-Premium-Account hinzufügen. Falls Kinder dabei sind, gibt es auch die Möglichkeit, kindergerechte Profile einzurichten. Wenn ihr noch mehr Profile haben wollt, bezahlst du 4,90 € im Monat zusätzlich für jedes weitere Profil. Mit BookBeat hast du auch die Möglichkeit, fremdsprachige Hörspiele anzuhören. Neben der großen Auswahl an deutschen Hörspielen kannst du auch englische, schwedische, spanische und finnische Hörspiele ganz einfach hören. Bedenke, du kannst alle Hörbücher nur über die App hören, hast aber die Möglichkeit, in der Desktop-Version dein Abo zu verwalten und nach Hörbüchern zu stöbern, welche du dann über dein Handy hören kannst. Du kannst dein Abo auf bis zu 5 verschiedenen Geräten nutzen. Du hast auch die Möglichkeit, ohne dich anzumelden, auf bookbeats.com dir das Hörbuchangebot anzuschauen, um zu gucken, ob für dich gute Hörspiele dabei sind, welche du hören möchtest, bevor du das Abo abschließt. Du kannst auch exklusiv über den Link in der Videobeschreibung BookBeat Premium für 30 Tage statt regulären 14 Tagen kostenlos testen und dich selbst davon überzeugen. Du kannst BookBeat Premium Abos auch für 1, 3 oder 6 Monate verschenken. Wähle einfach deine Option aus, ein Konto bei BookBeat ist dafür erforderlich, bezahlst und dann bekommst du einen Code, welcher dann eingelöst werden kann, den du dann verschenken kannst, wenn du das möchtest. Aber wie richte ich jetzt ein Konto ein? Das geht ganz einfach über den Link in der Videobeschreibung, dort einfach auf die kostenlose Testphase klicken und dann musst du nur deinen Namen, E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen. Anschließend musst du noch eine Zahlungsmethode, entweder Kreditkarte oder PayPal angeben, um nach der kostenlosen Testphase weiterhören zu können. Dir wird, falls du nicht vorher kündigst, das Standard-Abo automatisch abgebucht. In der Testphase hast du das Premium-Abo. Und so einfach hast du dein Konto erstellt. Über den Link in der Videobeschreibung kannst du die App kostenlos herunterladen. Hast du dich erfolgreich mit deinem erstellten Konto in der App angemeldet, kannst du direkt loslegen. Die App ist sehr übersichtlich aufgebaut, was dir ein schnelles Finden und flüssiges Benutzererlebnis bietet. Auf der Startseite siehst du ganz oben dein letztes Hörbuch, welches du gehört hast. Du kannst dieses zu deiner Bibliothek hinzufügen oder wieder entfernen. Herunterladen, um es ohne Internetverbindung hören zu können oder über das 3-Punkte-Menü noch einige mehr Informationen abrufen. Beispielsweise, wenn es Teil einer Serie ist, es empfehlen, als gehört speichern oder dir mehr vom Autor anschauen. Unter deinen letzten Hörbüchern hast du einen Überblick alle deiner gespeicherten Hörbücher. Du siehst oben links immer in Prozentzahl, wie viel du schon gehört hast, sobald du es einmal angespielt hast. Auf der Startseite findest du außerdem noch alle heruntergeladenen Hörspiele.
Im nächsten Bereich kannst du das Hörspielangebot von BookBeat durchstöbern. Hier findest du Empfehlungen der Redaktion, kannst nach Themen sortieren oder auch Inhalte für Kinder finden. Du kannst verschiedene Bereiche filtern, um Hörspiele nach deinen Kriterien zu finden. Im mittleren Bereich kannst du auch direkt nach Kategorien nach neuen Hörspielen suchen. Wenn du nach einem ganz bestimmten suchst, kannst du dies direkt über die Suche im nächsten Tab machen. Hier kannst du nach Titel, Autoren oder Sprechern suchen. Im letzten Bereich kannst du dein Konto verwalten, kannst deine Sprachen festlegen, in welchen du Hörspiele hören willst, deine heruntergeladenen Inhalte verwalten und Hilfe finden. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du diese auch gerne in den Kommentaren oder direkt über unsere Facebook-Seite stellen und wir helfen dir so schnell wie möglich weiter. Hast du ein Hörspiel gestartet, befindest du dich im Player. Das Hörspiel startet automatisch und du siehst das Cover in der Mitte. Darunter findest du die Timeline, wo du dich gerade zeitlich befindest und kannst neben dem Pause- und Play-Button 15 Sekunden vor- oder zurückspulen. Über das Zahnrad kannst du festlegen, wie viele Sekunden du genau immer spulen möchtest über die Schaltflächen. Oberhalb der Timeline kannst du noch einen Schlaftimer einstellen, wann das Hörspiel aufhören soll zu spielen und die Abspielgeschwindigkeit einstellen. Du kannst die Hörbücher auch über eine Bluetooth-Verbindung auf kompatiblen Geräten anhören. Ein Stream über Chromecast ist beispielsweise jedoch nicht möglich. Du hast die Möglichkeit, alle Hörspiele auch runterzuladen, um sie dann ohne aktive Internetverbindung hören zu können. Dafür rate ich, dass du diese nur über eine WLAN-Verbindung herunterladen solltest, da es sehr stark dein Datenvolumen belasten würde. Damit wird der Speicher deines mobilen Gerätes auch belastet. Du kannst im letzten Bereich der App deine heruntergeladenen Hörspiele verwalten und diese gegebenenfalls entfernen und sehen, wie viel Speicher sie einnehmen. In den Kontoeinstellungen am Computer oder über die App in der mobilen Browser-Version kannst du all deine angegebenen Informationen verwalten und ändern. Hier kannst du auch dein aktuelles Abo verwalten, sehen, wie lange es läuft und auch die Möglichkeit, dieses abzucraden. Du hast hier auch die Möglichkeit, einen Geschenkgutschein einzulösen. Hier kannst du auch deine Zahlungsmethode ändern und deine verwendeten Geräte verwalten. Hier kannst du auch die Profile, welche du mit einem Premium-Abo hinzufügen kannst von deiner Familie, verwalten und alle Einstellungen dazu tätigen. Auch dein laufendes Abo kannst du hier kündigen. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich BookBeat für Leute lohnt, welche gerne in verschiedene Hörspiele reinhören wollen oder prinzipiell viele Hörspiele hören oder es mit der Familie teilen möchten. Ich finde, das Abo lohnt sich nur wirklich für Einzelanwender, wenn man sehr viel hört und sich dann das Premium-Abo holt. Hier gibt es nur einen kleinen Haken. BookBeat hat zwar zehntausende Hörbücher, sogar in 5 verschiedenen Sprachen, aber halt auch nicht alles. Es lohnt sich vorher einen Blick auf die Internetseite zu werfen und zu schauen, ob es Hörspiele gibt, welche du gerne hören möchtest. Für mich persönlich ist aber das Audible-Abo-System die bessere Wahl. Aus dem einfachen Grund, dass ich nur ab und zu ein ausgewähltes Hörspiel hören will und dafür einfach einen Monat Audible abonniere oder von Abo-Aktionen profitiere und die Hörbücher dann auch besitze und nicht an ein Abo gebunden bin. Jedoch muss ich sagen, dass die App von BookBeat eine wesentlich schönere, einfache und eine benutzerfreundlichere Erfahrung bietet. Es ist zwar nicht auf so vielen Geräten wie Audible verfügbar, welches man beispielsweise auch über den Desktop hören kann, aber die meiste Zeit verbringt man mit dem Hören auf dem Smartphone oder Tablet. Ich kann nachvollziehen, dass die Streaming Flatrate eine gute Alternative ist, für Personen, welche nicht nur vereinzelt bestimmte Hörbücher hören wollen oder ein Angebot für die ganze Familie suchen. Alle Vor- und Nachteile zwischen den verschiedenen Hörspielanbietern findest du auf meiner Internetseite. Link dazu in der Videobeschreibung, wo du auch ein Tutorial zu Audible findest. Jetzt weißt du, wie du mit BookBeat tausende Hörspiele für einen Festpreis unterwegs hören kannst. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du diese gerne in den Kommentaren stellen und das Video gerne bewerten, wenn es dir gefallen hat. Du kannst das Video auch als Artikel auf simontutorial.de/bookbeat lesen und mit anderen Anbietern vergleichen. Für mehr Tutorials kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren.